Vor einigen Tagen wurde im weltweiten Netz ein neuer Trailer veröffentlicht, bei welcher viele Leute sehr zwiegespalten sind. Es handelt sich um den Trailer von Chip und Chap, einem neuen Film, welcher im Mai auf Disney Plus verfügbar sein soll. Der Trailer beginnt mit einigen einleitenden Worten auch direkt mit einem alten, klassischen Fernseher, in dem das Intro von Chip und Chap abgespielt wird, was wahrscheinlich an die alte Zeit angelehnt sein soll und Nostalgiker einen bestimmten Kick geben soll, die sich daran erinnern sollen, wie sie früher diesen Cartoon gesehen haben. Man bekommt einen Überblick, wie groß und bekannt Chip und Chap waren und wie viel Merchandise sie früher hatten. Wobei ich ehrlich gesagt nur den alten NES-Spielen etwas wusste. Man bekommt einfach komplett neue Szenen, wo die Rettungstruppe in einem komplett überarbeiteten Look stehen und anscheinend sogar ihre eigene Pizzamarke haben. Nette Anspielung. Dabei sieht man einfach, dass hier die Cartoon-Welt und die reale Welt verschmelzen, was jetzt an sich keine Neuheit ist. Ich meine, das bekannteste Beispiel für so eine Konstellation ist die David Hasselhoff-Szene aus dem ersten SpongeBob-Film, ein Klassiker. Dann bekommen wir teilweise noch andere Classic-Character zu sehen, wie die drei kleinen Schweinchen, welche sich durch ihre klassische Treuhäuser-Geschichte einen Namen gemacht haben. Und dann sehen wir schon den Grund, wie es wahrscheinlich zu der Idee kommen könnte. Roger Rabbit, ein Cartoon-Hase, der einen Film bekommen hat, der in der echten Welt spielt, und zwar falsches Spiel mit Roger Rabbit. Neben dem etwas moderneren Cartoon-Stil kommt nun etwas ganz Neues hinzu. Und zwar ist die Verschmelzung von CGI-Animation und 2D-Animation. Was man daran sieht, dass Chap einfach sehr an die 90er gehalten wurde und sich dadurch immens unterscheidet. Teilweise scheint wieder der alte Humor eingebaut zu sein, da an einer Stelle wieder auf den Käsekomplex von Samsung angespielt wird. Vor allem finde ich es echt interessant, was im Trailer einfach mal so gesagt wird. Es wird gesagt, niemand will eine Neuauflage, was, wenn man es so sieht, schon sehr treffend ist. Ich meine, hat sich irgendeiner gewünscht, dass Serien wie Heidi, Inspector Gadget oder vor allem Bob der Baumeister eine Neuauflage bekommen? Teilweise sieht man hier Charaktere, welche rein gar nichts mit Chip und Chap zu tun haben. Ich meine, wer ist diese eine animierte Frau in der einen Szene? Sie kommt mir bekannt vor. Scheint, glaube ich, irgendeine Mutter zu sein. Es kommt dann einfach zu einem direkten Draht zu Indiana Jones, welcher die Inspiration für das Outfit von Chip ist. Ich liebe dieses Detail einfach nur. Die ganzen Szenen sind ausgelegt auf kleine Momente ihrer Mission, die Welt zu retten, wodurch man allerdings noch nicht so viel schließen kann, bis auf das, dass es vollkommen in der echten Welt spielt. Man sieht noch kurz Dagobert Duck, welcher einfach ein Geldbad nimmt, dann noch Aladdin auf dem fliegenden Teppich, wenn ich das so richtig sehe. Was mich etwas verwirrt und überrascht hat, ist einfach, dass mal die Protagonisten von My Little Pony Freundschaft ist Magie zu sehen sind. Ich meine, was haben sie mit Disney zu tun? Sie waren doch immer ein Produkt von Hasbro, um für das Spielzeug zu werben. Ich meine, es ist zwar eine nette Idee, um auch so manchen Fan der Serie auf den Film zu locken, aber irgendwie macht das wenig Sinn. Ich mag es aber, wie das Logo nun einfach dreidimensional gezeigt wurde. Das wirkt einfach so gut und dynamisch. Dann reden sie danach noch über einen Animationsstil, wo alles echt wirkte, aber nicht real war. Was damit demonstriert wurde, dass einer einfach in einem Hydrant-Tank bleibt und wie der dumme KI dagegen läuft. Und dann noch die Szene mit dem Krieger, welcher sie anscheinend anschaut, obwohl seine Augen sehr starr wirken. Was das Ende des Trailers einläuft. Bereits am 20. Mai dieses Jahres bekommen wir diesen Film schon sehen und ich bin echt gespannt. Sie benutzen die alte Thematik wie im Film Falsch Spiel mit Roger Rabbit und lassen 2D-Animationen mit teils CGI-Animationen und Realfilmen verschmelzen. Ich mag die Idee dahinter, die Coolstars der Rettungsgruppe in einem neuen Clan zu sehen. Es könnte sich hierbei auch um eine Art Crossover handeln, wo viele verschiedene Figuren aus Franchise zusammenkommen und in irgendeiner Weise eine kurze Rolle haben oder einen kurzen Auftritt haben, wie man es immer wieder im Trailer gesehen hat. Der Film an sich könnte echt Potenzial haben, etwas Einzigartiges zu werden. Einerseits spricht es die ganzen nostalgischen Fans der damaligen Serie an, wozu ich gehöre. Ich meine, ich habe eine Cartoon-Analyse gemacht und gesagt, warum ich es so gut finde. Aber auch sehr viel Neues ausprobieren, um es nicht wie eine normale Neuauflage wirken zu lassen. Die Idee könnte einfach so gut sein. Die Handlung wirkt auf den ersten Blick sehr schlicht, aber der Fanservice könnte umso größer ausfallen. Ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt von dem Trailer und freue mich schon, diesen Film anzuschauen. Doch was sagt ihr zum Trailer? Gefällt er euch? Was habt ihr für Hoffnungen und Wünsche an diesen Film? Oder seid ihr dagegen und meint, nee, muss nicht sein? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auf den Laufenden bleiben wollt und mehr Cartoon-Content sehen wollt. Das war's von mir, euer Johnny. Bye bye.